Fehler Nummer 3, was Sie bei der Präsentation Ihrer Immobilie beim privaten Verkauf alles falsch machen können. Mehr erfahren Sie in diesem Video. Herzlich willkommen bei Mein Makler Immobilienwissen. Mein Name ist Carsten Frick und heute geht es wieder um die 7 Fehler beim privaten Immobilienverkauf. Was Sie bei der Präsentation Ihrer eigenen Immobilie alles falsch machen können. Der Normalfall vom privaten Verkäufer ist eher so, dass man voller Tatendrang jetzt loslegt, man möchte seine Immobilie verkaufen, der Eigentümer setzt sich an den Laptop und tippt die Daten in die Maske des Immobilienportals ein. Da werden schnell die Größe, Grundstück, die Etage, die Ausstattung, da kommt man auch relativ schnell durch und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man da Bilder einfügen soll. Und wenn man jetzt gerade keine zur Hand hat und es gegebenenfalls auch dunkel draußen ist, dann nimmt man doch einfach das Handy und macht die Bilder mal eben schnell selber. Gegebenenfalls wird noch ein Blitz eingesetzt und im Badezimmer kann es dann auch mal dazu kommen, dass man in der Duschabtrennung sich gegebenenfalls noch in dem eigenen Pyjama selber fotografiert. Sie werden lachen, aber das ist leider kein Einzelfall. Sie finden so Bilder häufig in den einschlägigen Immobilienportalen. Und dann braucht man natürlich noch ein paar Sätze, nämlich die Objektbeschreibung kommt dann plötzlich noch zum Tragen. Die werden auch noch schnell eingetippt, eine Lagebeschreibung, hier ist es toll und schön und schon ist das Immobilienangebot fertig und kann online gehen. An der Stelle muss man einfach sagen, hier ist ein sehr, sehr großer Fehler, den man einfach als privater Immobilienverkäufer machen kann. Und Menschen kaufen Immobilien, damit sie darin leben können. Und ein Leben von Menschen besteht aus Emotionen. Und derjenige, der ihre Immobilie kaufen wird, der trifft zu 85% die Entscheidung aus dem Bauch heraus. Und wenn Sie Ihre Immobilie am Markt anbieten wollen, dann sollten Sie sich zuallererst erstmal Gedanken machen, wer ist eigentlich die Zielgruppe meines Hauses oder meiner Wohnung? Wie bekomme ich jetzt professionelle Fotos von der Immobilie? Wenn Sie selber kein ausgebildeter Hobbyfotograf sind, dann sollten Sie gegebenenfalls einfach das Geld investieren und einen Profi engagieren, der Ihnen diese Fotos vorbereitet. Aber auch die Immobilie muss für den Tag, wo die Fotos gemacht werden, in Szene gesetzt werden. Sie muss aufgeräumt werden, die Wohnung muss geputzt werden und die persönlichen Dinge sollten auch entfernt werden. Und gegebenenfalls, wenn Dinge fehlen, sollten diese auch noch ergänzt werden, damit Sie den optimalen Punkt erwischen, den Sie am Ende in Ihren Bildern festhalten. Weil die erste Entscheidung ist natürlich, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber auch die Worte dürfen hier nicht fehlen. Auch ansprechende Texte sind natürlich wichtig und die Texte sollten natürlich auch auf die Zielgruppe zugeschnitten sein. Das heißt, Sie brauchen hier neben den Texten auch noch überarbeitete Grundrisse. Das heißt, Sie nehmen die Grundrisse und lassen die beispielsweise von einem Dienstleister nochmal überarbeiten. Und dann haben Sie das fertige Produkt. Und ich habe Ihnen heute ein, zwei Beispiele mal mitgebracht, wie so Dinge aktuell auch noch im Internet sind. Wir haben jetzt hier eine Wohnung von 88 Quadratmetern, die der Eigentümer im Internet veröffentlicht hat, aber der ganze Teil von dem Titelbild ist eigentlich ausgepixelt und Sie sehen auf den nachfolgenden Bildern halt auch die Darstellung, sprich, also Sie sehen genau, wie der Eigentümer seine Immobilie fotografiert hat. Die Immobilie hat mit ihrer Größe und auch mit ihrer Ausstattung sicherlich unheimlich viel Potenzial. Aber am Ende des Tages wird hier auch eine Menge verschenkt. Das heißt, bei diesem Beispiel hätte man mit professionellen Bildern wahrscheinlich viel, viel mehr erreichen können. Und als zweites Beispiel habe ich Ihnen eine kleine 1,5-Zimmer-Wohnung mitgebracht, wo natürlich mit den 37 Quadratmetern Wohnfläche nicht viel zu fotografieren ist. Aber Sie erkennen wahrscheinlich schon selber, dass anhand der Bilder hier nicht der emotionale Funke überspringen kann. Und dann habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, wie es anders geht. Wir haben hier eine Jugendstilwohnung, welche durch ein Möbelkonzept ergänzt wurde. Man spricht fachlich davon von Homestaging, aber dieses Möbelkonzept schafft natürlich erstmal Platz für Neues und auch für Ideen. Das heißt, hier wird mit ganz reduzierten Möbeln werden hier die Wohnsituationen ergänzt, um am Ende des Tages hier wieder die Funktionalität des Raumes wieder zu spiegeln.
dass hier essen und hier wohnen und auch da die Kinder ihren Platz finden. Und denken Sie immer daran, der Köder muss am Ende den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Deswegen mein Tipp für Sie, gerade bei der Präsentation Ihrer Immobilie, sollten Sie möglichst alle Schritte vorbereiten und sich ganz genau Gedanken machen, wer kommt für meine Immobilie am Ende des Tages in Frage und wen möchte ich hier mit welchen Bildern und auch mit welchen Texten adressieren. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen damit wieder geholfen. Und wenn Sie noch weitere Fehler beim privaten Immobilienverkauf kennenlernen wollen, schauen Sie einfach das nächste Video und bis bald.